auch noch eine Essenz dazu. Diese Möglichkeit gibt es natürlich auch. Das ist ein Peeling, das oder? Das ist so ein bisschen wie Salbei-Schleifpapier. Genau, so ist es. Warum damit befreien wir natürlich nach dem Winde die Füße von den Hornschüppchen und regen gleichzeitig die Durchblutung an, weil, wie gesagt, die Füße ja über den Winter sehr gelitten haben. Stimmt das? Sehen die Füße schlimmer aus jetzt nach dem Winter, was Sie sehen von Ihren Patienten oder Klienten? Häufig kommt es zum Teil zu verstärkter Hornhautbildung. Manchmal kommt es auch zu einem Schweißfuß. Darunter leiden eigentlich auch sehr viele nach dem Winter. Aber häufig ist es halt, dass die Füße trocken und spröde sind und natürlich schlecht durchblutet. Schön, das ist ja jetzt eigentlich schon fast wie eine Massage. Ja. Ne? Aber eigentlich ist das noch ein Extrateil, Massage, oder ist das... Das ist noch ein Extrateil. Wie gesagt, das Peeling dient nur der Vorbereitung der Füße. Damit natürlich die Massagecreme, die sehr reichhaltig sein sollte, was wir jetzt kurz demonstrieren werden. Jetzt haben wir noch ein paar Blüten da dran. Das kann nicht schaden. Wo Sie gerade sagen, mit dem Eincremen. Ne? Also ich kenne das selber. Ich creme immer meine Füße ein und dann habe ich die ganze Creme im Badezimmerteppich. Gibt es da einen Tipp? Da gibt es einen kleinen Tipp. Am besten, man stellt sich die Creme gleich neben das Bett. Dann hat man keine Ausrede mehr. Man muss nicht mehr aufstehen. Man kann sie einfach zur Hand nehmen. Ja, und am besten den Partner in die Hand drücken. Genau so ist es. Bei der Fußmassage. Kann das jeder machen? Was ist da Besonderes? Ja, man kann also eine einfache Fußmassage machen. Natürlich nach dem Winter würde ich empfehlen, auch diese sogenannten Fußreflexzonen mit anzuregen, weil versprüht neue Energien im Körper. Denken Sie, dass wir unsere Füße grundsätzlich zu wenig pflegen?